Herzlich willkommen zum Vorbericht des Spiels des Karlsruher SC beim FC St. Pauli. Es ist zugleich der letzte Spieltag der aktuellen Saison. Aktuell läuft bei unserem Kanal noch eine Umfrage. Ich suche die schönste Choreografie gerne unter den Kanal und dann auf Konomity. Jetzt zum Spiel. Das Hinspiel endete zwischen beiden Mannschaften 4:4. Die beiden Stadions sind mit dem Auto 6 Stunden 41, mit der Bahn 5 Stunden 55 und 626 Kilometer auseinander. Wo war St. Pauli in den letzten 10 Jahren? St. Pauli spielte ununterbrochen in der zweiten Bundesliga seit 11-12 Jahren. Was hat St. Pauli schon alles gewonnen? Einmal Zweitligameister. Viermal Landespokalsieger Hamburg. Die aktuellen Tabellenplätze sind wie folgt. St. Pauli ist mit 57 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz, der KSC ist mit 45 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz. Letztes Spiel ging wie folgt aus. St. Pauli hat mit 4:3 gegen Kiel gewonnen, der KSC hat 2:0 gegen Kaiserslautern gewonnen. Unser Tipp, ein 2:1 für den Karlsruher SC. Noch eine kurze Information für unsere Abonnenten und Zuhörer. Nach dem Spiel auf St. Pauli, was zugleich das letzte Spiel ist, werden wir nach dem Statement zum Spiel noch einen kleinen Satz zur Saison sagen, also ein sogenanntes Fazit ziehen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.